wir würden Seife brauchen. Sehr viel Seife. Hallo Leute, da bin ich wieder. Ja, da fing gerade irgendwie so ein Dialog an. Das ist natürlich immer blöd, das weiß man vorher nicht. Ember 70 am Start, ist es zurück und wir beginnen unseren Bergaufstieg, wo ich mich grundsätzlich verlaufe. Ich sag's euch gleich. Weil ich mich immer dann denke, da ist noch was und da ist noch was, aber es ist irgendwie nichts. Entdeckte Regionen. Na komm! Wirst du wohl. Ups. Zap, zap hier. Weiß der Geist, also mich würde schon interessieren, was die Zwerge hier gemacht haben, ne? Ich bin ja nicht neugierig, aber wissen mag ich alles. So, da geht's darüber, aber wir gehen erstmal dahin. Und dann geht's nämlich los, ne? Das klassische Verlaufen, weil ich dann immer nicht den Rückweg finde. Okay, hier war nichts. Ich glaube, wir können uns hier verdünnisieren. Aber soweit ich mich erinnere, ist hier irgendwas. Soweit ich mich erinnere, war hier irgendwas. Ups, da. Ja, klar. Ist nichts, oder? Na, hier ist so ein Grab noch. Verdammt. Nein, den dicken Rohling hier. Mach den dicken Rohling fertig. Stirb! Komm her hier. Oh, wirst du wohl aufhören. So. Hier ist ganz schön Betrieb, hier ist ganz schön was los. Genau, die Dinger werden mir nicht angezeigt, diese von dem Vater mit seinen zwei Söhnen. Die musste so suchen. Ja, ich nehme den Venatori-Scharfschützen da hinten aufs Korn, während die sich mit den Nahkämpfer amüsieren. Ach, hier ist immer noch einer. Hier lebt noch einer. Macht ihn kaputt. Ja, aus und vorbei. Du sagst es, mein Freund. Aber was heißt mein Freund? Ich bin ja nicht so der Blackwall-Fan. Also Blackwall und Solas sind so zwei Charaktere. Also ich habe auch noch nie irgendwie einen Charakter gehabt, der mit Blackwall irgendwas angefangen hätte. Im Leben nicht. Gucken wir mal, was hier los ist. Ihr habt noch was zum Lesen. Notiz aus dem stummen Viertel. Egal. Okay, dann ab ins Grab. Es sind vier oder fünf, ich weiß es gar nicht. Also ich bin mir nicht sicher, ne? Schauen wir mal. Es müsste so ein Ding sein. Das eine, wo wir reingelaufen sind, war ja nichts, ne? Habt ihr ja gesehen. Da war überhaupt nichts. Da haben sie nur so gebuddelt. Würdest du bitte. Was ist denn das für eine Sch. Ich reg mich nicht auf. So, hinunterklettern. Würdest du jetzt das machen? Seht ihr das, dass der das nicht macht? Mir egal. Okay, dann eben so. Ja, wenn er nicht runterklettern will, was soll ich denn machen, Leute? Lass mich in Ruhe. Das ist doch doof. Kann doch nicht stundenlang da stehen, ob da irgendwas angeklickt wird, oder? Das geht doch nicht, das müsst ihr doch verstehen. So, machen wir hier mal alles an. Ja, nee, das ist mich hier genau diese Schriften, diese Sammeldinger. Ich aktiviere es, dass das Geblubber aufhört, aber suchen tun wir sie nicht. Sammelsurium Quest. Gib her hier. Zwergische Spielzeugsoldaten. Haben die, als sie noch kleine Kinder waren, ihr ganzes Spielzeug hier in der Gegend rumgeeiert? So. Auf geht's. Und dann wollen wir mal gucken, ob ich irgendwann mal fähig bin, dass ich das in der richtigen Reihenfolge mache, ohne zu verrecken. Oh Gott, wie geht's denn? Weit geht's denn hier runter? Heieieiei. So. Immer noch, sind wir immer noch nicht da. Es geht nochmal weiter runter. Guckt euch das an, wie weit das.
Überragende Feuerrune, okay, nicht schlecht. Nehmen wir gerne mit. Das nehmen wir gerne mit. Du überlegst, was die, wie lange haben die Zwerge sich hier aufgehalten oder er mit seiner Familie? Na, ja, jetzt hat's funktioniert. Ups. Wieder so ein Krieger. Hier geht man. Gar nicht aufregen. Immer mit der Ruhe. So. Ist da noch so ein Solas-Teil? Gucken wir mal. Ja, wir müssten, glaube ich, auch irgendwann mal wieder verkaufen gehen, oder? Unser Inventar müsste doch schon bald wieder voll sein bei dem ganzen Müll, was wir aufheben. Mosaik. Waren wir aber auch nachlässiger. Ich glaube, dass wir da schon was übersehen haben. So. Wo ist der Eingang? Das muss ja hier noch ein Ding geben. Habe ich es übersehen? Na klar. Nee, habe ich nicht. Ich laufe doch nicht umsonst so tief runter. Hier irgendwo muss doch eine Tür sein. Ich was verkehrt gemacht? Seht ihr was oder bin ich einfach nur blöd? Ja, ich bin einfach nur blöd. Okay, gut. Ohne Worte, ne? Also, fangen wir an. Wir ignorieren das einfach. Wer behaupte, behaute, was behaute den Stein und baute ebenso großartige wie der beste Teig in der Tiefe? Bla 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 bla. Aber im Sand war Stein stark und wahrhaftig. Ja. Muss ja irgendeinen Anfang haben hier. Und mit der Hilfe seiner Söhne gedieh der Teig, okay. Die Sonne brannte auf Ozeane aus Sand. Die Sonne brannte auf Ozeane aus Sand. Und? Aber im Sand war Stein, starr und wahrhaftig. Okay, ich würde sagen, wir machen es so rum. Ja, aber im Sand war. Was? Aber im Sand war Stein. Stark und wahrhaftig. Okay. Und Faisal behaute ihn, oder? Feirel behaute den Stein und baute ebenso großartig. Baute. Den Stein und baute ebenso großartig wie der beste Teig. Und den Stein. Und mit der Hilfe seiner Söhne gedieh der Teig und wuchs. Okay, also ich würde sagen, er bebaute ihn erst und dann durch die Hilfe seiner Söhne. Ja, ist richtig. Wuchs der Teig und gedieh. Na gut. Wir können ja nicht immer. Was habe ich gesagt? Wenigstens einmal will ich es richtig machen. Wenigstens finden wir hier Schutz, falls der Wind kommt. Zieht etwa ein Sturm auf? Hoffentlich nicht. Ich bin einmal in einen Wüstensturm geraten. Wir haben uns eingegraben, um uns vor dem Sand zu schützen. Aber was kam, war Regen. So etwas hatte ich noch nie erlebt. Wir sind auf einige Felsen geklettert, aber es hat Tage gedauert, bis das Wasser wieder zurückging. Unsere Vorräte hatten die Fluten weggerissen. Ich befürchtete schon, wir würden verhungern oder aus Verzweiflung Wilfred essen. Okay, ich wusste gar nicht, dass Blackwall hier so viel sabbelt. Okay, na gut. So, der nächste Schlüssel. Ausgezeichneter Gürtel, der Nahkampf. Im Nahkampf. Was? Nahkampfverteidigung. 10%. Schon nicht schlecht, oder? Gefundene Bruchstücke 3 bis 5. Okay, finde den. Jetzt konnte ich es nicht lesen. Verdammt mich nochmal. Jetzt nochmal Journal. Wo sind mir denn fauchende Ödnis? Was haben wir denn hier zu tun? Das Grab. 3 von 5. Finde den Grabschatz auf dem Friedhof. Auf dem Friedhof? Gott, das ist einfach mal gruseliger. Durchsuche das als Wachturm bekannte Venatori-Lager.
Kontrolle 5 von 7, okay, und was haben wir hier noch? Na, das gebe ich, wie gesagt, später ab. Na gut, egal. So. Sand und Verfall. Blub, 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 blub. Soweit ich mich erinnere, sind die jetzt auch hier runter gekrochen gekommen, die Idioten. Rauf hier. Ein Schlückchen Kaffee. Ja, ihr seht schon, ich muss ein paar Tage wirklich hardcore. Einen Tag habe ich jetzt, eine Nacht habe ich Witcher aufgenommen, diese Nacht mache ich Dragon Age Inquisition und dann habe ich erstmal genug, dass ich mich um andere Sachen kümmern kann, sprich um meine normale Arbeit und um die Fotografie. Ich muss ein bisschen. Wo ist denn dieser komische Schädel? Na, egal. Sind mir. Ja, hier. Ey, das war schon tief unten. Wo ist denn der mit seinen Söhnen rumgekrochen? Wo ist der Ausgang? Hier. Ich würde sagen, ja, genau. Ich wusste es doch, dass die schon hier runtergekrochen kommen sind. So. Ja, Scheiße hilft dir nichts. Da kannst du 10-mal Scheiße sagen. Mach den Magier fertig hier. Diesen Venatori-Fuzzi. So, danke, war nett. Das ging wirklich fix, Sierra. Ich bin beeindruckt. Ne, die Lampe braucht man jetzt nicht mehr. Das andere ist alles hier blub, blub, blub. Hast du noch was Gescheites gehabt hier? Nicht wirklich, oder? Gut. Hinaufklettern. Also brauchen wir noch zwei Gräber. Friedhof, den Friedhofsgrabschatz, den Grabschatz auf dem Friedhof. Auf dem Friedhof, wie sich das anhört. Müssen wir Gräber ausbuddeln. Ich meine, wir krauchen ja hier sowieso in Gräbern rum. Makaber genug hier, oder? Eieieiei. Oh, so. So, dann sind wir wieder an der Oberfläche. Jetzt gucken wir mal, was Sand und Verfall und wo ist. Ich wüsste gar nicht, wo hier der Friedhof ist, ne? Da geht's ja schon mal los. Tagebuch. Karte aufrufen. Das zeigt es mir gar nicht an, ne? Da geht's schon wieder los. Das finde ich ja fürchterlich, wenn mir sowas nicht angezeigt wird. Hier muss irgendwo noch so ein Totenkopf sein. Hier in dieser Ödnis gibt es sowieso nicht so viele. So, wir sind hier hochgelaufen, dann müssen wir da wieder zurück, dass wir da noch hinkommen, ne? Aber ich. Ja, lauf doch einmal im Kreis, Mann. Eieieiei. So, hier ist sonst nichts. Gut, dann müssen wir da irgendwie, dass wir da hochkommen. Müssen wir hier nochmal runter. Finde den Grabschatz auf dem Friedhof. Wo ist denn der gottverdammte Friedhof? Was war da irgendwie so? Kann man hier lang laufen? Ich weiß es gerade nicht. Wir probieren es einfach. Ja, sieht aus wie ein Trampelpfad. Wollen wir mal. Hier gibt es aber sonst nichts, ne? Ich sag's euch, die Welt ist so. Ne. Gut. Das sieht gut aus. Wo ist der gottverdammte Friedhof? Ich habe kein Schild vom Friedhof gesehen und zeigen tut es mir das auf der Karte auch nicht. Das ist sehr ärgerlich. So. Aus dem Weg, ich tue euch nichts. Wenn ihr mir nichts tut, tue ich euch auch nichts. Ist doch Leben und Leben lassen, ne? Weil für den einen Punkt, den ihr gebt, da tue ich euch nicht töten. So. Jetzt gucken wir mal, wo es weitergeht. Da oben ist das Lager, dann müsste es jetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier so richtig ist. Hey, hier ist auch nochmal so eine Zwergenstatue, da gucken wir gleich nochmal.
Ja. Zap, zap. Lebende Fackel. Also wahrscheinlich haben nur diese Familie hier mit ihren Leuten diese ganzen Zwergenzeugs gemacht, weil ansonsten kann ich mir nicht vorstellen. Sierra, warum bist du schon wieder tot? Ja, die haben irgend so einen Pirscher dabei, okay. Genau, der muss doch eigentlich brennen wie eine Fackel. Ach hier, hinter uns. Stirb einfach. Genau, stirb. Und da haben wir noch so einen Magier. Dann gehen wir mal näher ran, sonst. Wo liegt denn Sierra? So. Mach weiter, Mäuschen. Komm, auf geht's. Ey, die mit ihrem Sch Geporte. Heidewitzka. Hamas? Danke. Wo sind wir hier denn schon wieder? Hier ist irgendwas bloß. Hier ist gar nichts, oder? Ihr lacht nicht wie ein Tevinteraner. Wie lacht? Und wie genau sollte ein Tevinteraner Das wollte ich lachen? jetzt auch gerade fragen. Grausam und blöd, so wie. Sierra, hör Ach, auf! das meint ihr? Nein, so darf man erst lachen, wenn man in den Magisterstand erhoben wird. Wusste ich's doch. Varric schuldet mir einen Sovereign. Ich wollte mit dem reden. Jetzt habt ihr Mist, verdammt, das ging jetzt nicht, oder? Aber ich habe ihn angeklickt, aber der wollte nicht. Hier will ich nicht lang. Wir verdamm ich noch mal. Darüber müssen wir. Na gut, aber zumindest haben wir noch einen Sklaven gefunden. Gucken wir mal. Ja, wo ist der Friedhof? Ich weiß nicht, wo der Friedhof ist. Habt ihr irgendwo einen Friedhof gesehen? Ich kann mich an den Friedhof erinnern. Da geht's ja richtig rund. Da musste der ja einen Arsch ablaufen von einem Ding zum anderen, um das zu markieren. Ich weiß schon, aber ich weiß nicht mehr, wo der ist. Ich glaube, hier sind wir verkehrt. Irgendwie kann das hier nicht richtig sein, oder? Ich gehe mal da lang. Ah, hier ist dieses Okularum. Na gut, dann gucken wir da mal durch. Das Mosaikteil nehmen wir auch noch mit. Hier gibt es sowieso nicht so viele Scherben. Und wie gesagt, wenn wir an einer vorbeikommen, nehmen wir sie mit. Eine. Ja, dann nimm die eine. Danke, war nett. So. Falsch, jetzt wären wir fast runtergeflogen. So, dann gucken wir mal. Ich glaube, hier ist genau das große Venatori-Lager, glaube ich. Dass das das große ist. Hüpf mir nicht auf den Kopf. Du kannst ja viele Schandtaten mit mir machen, mein Freund, aber nee, nicht auf den Kopf hüpfen. Ich bin ja zu jeglichen Schandtaten bereit, mein. Ja, das ist das, glaube ich, das große Lager. Hops. Hopsasa. Dann machen wir erstmal. Ja, würde ich sagen. Bevor wir in die Richtung gehen, machen wir erst die Richtung fertig. Wenn Sierra hier oben stehen geblieben wäre, dann hätte ich erstmal hier den Dicken vielleicht so fertig machen können. Aber nein. Jemand muss Sierra helfen! Da muss Madame sich mit dem großen, dicken Monster anlegen. Das ist nicht gut, aber der ist fast hinüber. So, das sieht gut aus. So, dann machen wir noch hier den Bindungsmagier fertig. Oh, der hat sich wieder irgendwo hingeportet, der Idiot. Ah, das ist ein Lager, da? Eieiei, okay. Sind wir gar nicht so verkehrt.
Das ist ja gut, dann hat man das ja. Dann ist. Würdet ihr bitte den mal an einem Ort stehen lassen? Ja, ich sag ihr das auch immer, die passt aber nie auf. So. Ja, das ist ja gut, dann haben wir ja das mit dem Lager hier mal. Aber hier ist noch vorher was zum Sammeln. Wahrscheinlich noch ein paar Hinweise. Bevor wir das Lager aufstellen. Hier irgendwo. Komm mal her, zeig mal her. Skizze von... Wie gesagt, das sagt mir alles nichts. Das ist... Wenn ich davor stehe, sehe ich es auch nicht. Das ist immer so. Venatori-Befehle. Durchsuche das Venatori-Lager in den Bergen. Gefundene Bruchstücke. Finde den Grabschatz auf dem Friedhof. Finde den Grabschatz bei der Statue. Okay, wir stehen kurz davor, die Geheimnisse freizulegen, die die alten Zwerge hier vergraben haben. Der Älteste wird zweifellos über unseren Erfolg erfreut sein, aber seid wachsam. Unsere Arbeit ist zwar gut verlaufen, aber die Inquisition und ihr falscher Herold wurden gesehen, wie sie auf dem Weg in die Ödnis waren. Geht nirgendwo alleine hin. Trevelyan ist überraschend fähig für einen Magier aus dem Süden und reist selten ohne Verbündete. Na, schön, dass ihr das erkannt habt. Wir können nicht zulassen, dass die Inquisition uns diesen Ort wegnimmt. Wenn es eng wird, kehrt zu unserem Hauptlager hinter den schattigen Bergen zurück. Wir stellen zusätzliche Wachen auf. Der Älteste wird siegen. Aufseher, schieß mich tot. So, das ist schön, dass ihr erkennt, dass ich fähig bin oder dass ich nicht ganz unfähig bin. So, hier, hoppa. Das war der letzte von ihnen. Das wäre ein guter Aussichtspunkt. Inquisitor. Was? War das der... War, Moment, war das das letzte? Haben wir das letzte Lager? Haben wir alle Lager errichtet? Das kann nicht sein. Nee, ich wollte gerade sagen, da hinten ist noch eins. Sand und der Verfall. Und da Risse bei den schattigen Bergen. Wir laufen mal, was haben wir denn hier markiert? Das ist schon wieder hinfällig. Wir laufen mal darüber, weil es könnte... Scherben? Risse? Macht mich ganz irre hier, kann ich mal gucken. Warum wird denn der Friedhof hier nicht... Blockierte Tür? Naja, gut. Egal. Tja, da können wir nicht langlaufen. Gut, dann... Verdammt, ich wusste der Ausgang. Wir wollten eigentlich da lang gehen, aber ich muss mal hier hoch gucken. Ich nun wieder. Ich mache dann eben mal ein kleines Päuschen. Kann man hier rüber hüpfen? Ja. Gucken wir mal kurz. Nicht runterfallen. Das ist dann wohl das große Lager von denen, oder? Ja, ich glaube, da kommt man sowieso nur von. Guckt euch das an. Oh. Da kennt sich doch kein Mensch aus. Ich zumindest nicht. Aber das dürften die schattigen Berge sein. Da müssen wir bloß noch den Friedhof suchen. Na gut, wie dem auch sei. Ich sage, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eure Emre70. Ciao, ciao.